Ich brauche ein bisschen was für Entertainments. Street Beefs, Old Boy David gegen Daniel. Also ein alter Mann kämpft dort wohl gegen einen jungen Kerl. Das müssen wir uns jetzt anschauen. Hopefully I'm taking you home a dub, man. Old Boy David, 5'5", 147. I will win today, again. Junge, das sieht einfach aus wie Ding. Der sieht original aus wie der Koch von dem Asia-Restaurant, bei dem ich immer essen gehe. Aber der weiß nicht, das ist Jackie Chans Onkel. Der hat Jackie Chan das Kämpfen beigebracht und Bruce Lee auch. Das ist der Original, der Trainer von Bruce Lee. Das ist Ip Ming. This is Street Beast, round one, let's work. So, dann bin ich aber mal gespannt jetzt, was Sache ist. Mal sehen, ob der asiatische Kampfkünstler... der ist flink auf den Beinen unterwegs. Ip Ming. Muten Roshi. Oberhand rechts von Muten Roshi. Junge, Muten Roshi verteilt richtige Schwinger. Ey, wenn du das nächste Mal bei Mr. Miyagi Essen bestellst, ne, und ihm kein Trinkgeld gibst, dann gibt er dir solche Schellen das nächste Mal. Also, wenn ihr das nächste Mal bei euch im asiatischen Restaurant einkaufen geht oder irgendwie Essen bestellt oder so, ne, dann seid respektvoll, weil ihr wisst nicht, was der Kollege da drauf hat. Der kommt am Ende und schwingt euch so eine Rechte durch den Kopf, da könnt ihr froh sein, wenn der Kopf noch dran ist. Mr. Miyagi rastet hier komplett aus. Der Junge, was machen die auf einmal für Capoeira? Mr. Miyagi erstmal mit dem Flying Sidekick in die Eier. Flying Sidekick in die Eier, aber der hat nicht so viel untenrum, deswegen war das kein Problem. Der braucht nicht mal einen Tiefschutz, der hat nicht allzu viel. Jetzt kommt der erstmal mit dem reingedrehten Heel Kick. Daneben. Das ist jetzt gerade wie bei Tekken oder Mortal Kombat. Beide wissen noch nicht genau, wie die Tastenkombinationen funktionieren und drücken einfach irgendwas rum. Oh, Mr. Miyagi geht vorwärts, aber ey. Wird hier durch den Ring geworfen, ne? Oh, guter Treffer. Ah, bei Mr. Miyagi ist, glaube ich, die Luft raus mittlerweile. Oh, Mr. Miyagi hat einen miesen Tritt gegen den Kopf kassiert. Ist er angenockt? Alter, was hat der denn für einen Bart, der Kollege da hinten, ne? Der hat einfach hier nichts, da nichts, aber rundherum unten nur. Ey Leute, ich sag euch ehrlich, ne, wenn ihr so einen Bart habt, rasiert den euch bitte weg. Wirklich, das sieht echt nicht gut aus. Ich sag euch das jetzt wirklich so auf korrekt, so von Bro zu Bro, ne? Wenn ihr so einen Bart habt, ne, wo hier nichts wächst, hier überall nichts wächst und der Bart wächst nur hier unten rum. Ey, bitte rasiert euch das weg. Vertraut mir ehrlich, ihr seht aus wie ein Pedo oder so. Also wenn ich euch abends, nachts über den Weg laufen würde und ich würde euch sehen, ich würde mir Sorgen machen, dass ihr gleich an meinen Arsch wollt. Sag ich euch, wie es ist. Es sieht sehr scheiße aus. Wirklich. Das sieht, ich weiß nicht, welches Tier das hat, wo nur hier unten Bart ist. Irgend so ein Tier hat es und es sieht echt scheiße aus. Aber ich muss jetzt raussuchen. Ich muss jetzt raussuchen, wie ich das meine. Ey, wenn ihr so einen Bart habt, bitte rasiert euch den Scheiß weg, Junge. Boah, bitte, 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 bitte tut euch allen einen Gefallen, ne? Wenn bei euch wirklich nur hier so wächst, der Bart, ne? Ey, bitte macht euch den Scheiß weg. Es sieht scheiße aus. Wirklich, es sieht einfach kacke aus. Digga, was ist das denn?
Oh Junge, was ist das für eine Frisur? Ey, wie viel Geld zahlt ihr mir, damit ich mir so eine Frisur mache? Junge, 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 was ist das für ein... Ach du Scheiße, was ist das denn? Ist das widerlich? Nee, also wirklich, das ist ja widerlich. Das ist wirklich widerlich. Wenn du so aussiehst, bitte komm mir nicht in die... Komm mir wirklich nicht in die Nähe, ehrlich. Digga, der Kollege kämpft gegen einen 50-jährigen Mann. Der ist jung und sieht topfit aus. Der kämpft gegen einen 50-jährigen. Der soll mal die Kiste jetzt zumachen hier. Bei allem Respekt an Mr. Miyagi, ne, aber... Ja, jetzt kommen die Treffer rein. Oh, da hat er sich an der Hand wehgetan. Mr. Miyagi hat ihn fast ausgenommen. Boah, krass, der blutet sogar im Auge jetzt. Hat einen Cut kassiert von diesem Treffer. Das ist schon echt krass, also ehrlich. Das ist ja körperlich, ist ja komplett unterlegen. Viel älter, viel leichter. Und trotzdem verprügelt er den Jungen hier gerade. Mr. Miyagi stabiler als Michael Smolenski. Der war gemein, komm, der war gemein. Nicht ganz unrecht, aber ein bisschen gemein. Hey, you're good. Breathe, breathe. You're good. Look at me. Hat er jetzt gewonnen? Oh, Mr. Miyagi hat tatsächlich gewonnen. Der Gegner hat jetzt anscheinend kann nicht weiterkämpfen wegen dem Cut, ne? Wahrscheinlich haben die auch keinen vernünftigen Arzt da oder so, der das nähen kann, deswegen machen die jetzt nicht weiter. Krass, Mr. Miyagi hat den Kampf einfach gewonnen. Wer hätte das gedacht? Hätte ich ehrlich nicht gedacht am Anfang, ne? Wirklich nicht. Einfach Mr. Miyagi hat das Ding gewonnen. Krank.